Der Kniepfiff steht hier so etwas unter mir. Regungslos. Das wäre ja wohl noch schöner. Ja, aber er kommt, hat der Jakob Bogenschmidt. Der setzt sich schon wieder der Löwenmund. Ja, der hat hier Liter Hubraum. Der drückt. Wo ist Bernd Stubbe? Ja, da hat es, glaube ich, eine kleine Berührung gegeben. Stubbe jetzt wieder auf 2. Bogenschmidt führt vor Stubbe, vor Stettin und Marcel Bleicher auf Platz 4. Sehr gut. Ja, hinten rechts, glaube ich. Ja, jetzt muss er natürlich alles aufbieten. Ja, ich glaube, ja, da fällt jetzt auch Stettiner über ihn her. Marcel Bleicher geht auch vorbei und gibt es da einen kleinen Crash? Nein, das ist nicht so. Aber Kubitschek ist hier auf und davon. Start Nummer 6. Ich glaube, dieser 4 Liter wird auch nicht gut. Oh, das verheißt nichts Gutes für morgen. Das heißt, Bernd Stubbe muss sich morgen ganz, ganz weit hinten anstellen. Nicht gut. Und jetzt geht wahrscheinlich der Hansi irgendwie auch noch vorbei. Kubitschek ist schon wieder hier am Ziel. Zwei Runden für ihn noch, ganz klar, das Stettiner, dann Marcel Bleicher. Ah, Drama, Drama. Also, das ist nicht gut für morgen. So, letzte Runde für den Führenden. Und der wirbelt immer noch Staub auf, auch in der letzten Runde. Jakob Kubitschek gewinnt seinen ersten Vorlauf und Vladislav Stettiner mit dem Marcel Bleicher, schönes Ergebnis, fährt hier auf Platz 3 vor Herbeck.